Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir stehen kurz vor unserem großen Durchbruch als Schauspieler und ich würde sagen, wir gehen jetzt doch gleich mal hier zu Madame Irina und... Da bist du ja. Ja. Und? Kommt dir der Premiere schon näher? Hellebardenträger Nummer 2 sitzt in der Requisite und heult. Sonst läuft's prima. Und du? Schon bereit? Der Hellebardenträger Nummer 2, was ist mit dem denn nicht richtig? Ja, wie gesagt... Achso, Sekunde. So, musste mich nur ein wenig vor der Sonne schützen. Fangen wir an. Also gut, fangen wir an. Bringen wir es hinter mich. Das sagen alle beim ersten Mal. Und dann kriegt man sie gar nicht mehr runter von der Bühne. Es ist toll, du wirst sehen. Was mit Outfit? Sultan? Was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Das motiviert doch. Meine Damen und Herren! Ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Ist noch gar nicht so Wir viel. Haben eine vortreffliche Komödie für euch. Sie heißt Die Erlösung des Dopplers. Die Darsteller Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr einen Veteranen der Novigrader Bühnen. Abelard Ritzer. Und als Prinzessin die berühmte Künstlerin und Königin der Bühne, Irina Renard. Jawohl, geht ab. Jetzt bin ich gespannt. Die Katze ist der Doppler bestimmt. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. So soll es sein. Zuvor tränke ich allerdings gern etwas Wein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Ich hab den Text nicht gelernt. Verdammt. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen, der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes, sie wird's schon verzeihen. So ein Scheiß. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht verbirgt es sich, vielleicht unter den Gästen, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Ja, das war richtig, das weiß ich noch. Liebste. Die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute sei Schluss damit, werd meine Braut. Ich hab keine Ruh, bis wir endlich getraut. Oh, liebster mein, ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein.
Verrat! Dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler. Oh nein. Sie liebt ihn und mag er auch, falls sie ihn wirklich liebt. Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch! Halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen! Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke. Auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist. Darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Wer Doppler nicht lieb hat, was? Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch. Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Da macht die Community noch mit. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wird dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Ich wollte schon sagen, hier einer ist aber ein bisschen wenig. Die Wache hat eine Narbe im Gesicht. Ist das jetzt Dudu? Schwarzen Bildschirm habe ich. Ah. Ich hoffe, es war alles richtig. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Nicht ganz. Was war, wie? Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Was ist das? Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu,
Tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Ja, mach mal. Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Ich komme auf den Zwerg gerade nicht klar. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Menge ist tot. Wir haben es geschafft. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Du musst dahin. Setze dir die Krone des Lichtkönigs auf und betrete sein Haupt. Ach nee, es war woanders. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Also, als erstmal ist er auf der Tempelinsel. Das ist das Erste. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Das siehst du. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand, außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Vielleicht. Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Wieso ist der Zwerg doppelt da? Ich verstehe das nicht. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Einfach großartig. Kein einziger Fehler. Super. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Du hattest recht, Abelard den Prinzen spielen zu lassen. Maxim wäre bestimmt betrunken auf die Bühne gekommen oder er hätte die Premiere ganz vergessen. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kermorhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Was? Ja, sehr lustig. Ja, Geralt! Ja! Geh weg. Alles Gute. Erschreck mich nicht so, sprich mich nicht plötzlich an, das mag ich nicht. Oh, Entschuldigung. Dafür zünde ich dich nicht spontan an. Sachen plündern.
Okay, alles weg. Oh. Jedes Mal, ich frage mich mal, wie lange es dauert, bis ich das wieder raus habe. Dass ich renne nicht auf der Taste. Lass uns leben, ja? Na gut. Trifft Zoltam am Ort des Hinterhalts. Ah, genau. Nee, warte. Quest. Hexeraufträge haben wir irgendwas. Oh Gott. Das Ding aus dem Sumpf. Ach so, die Woche ist noch nicht vorbei, ne? Nee, dann, schauen wir mal hier. Haben wir hier noch irgendwas? Naja, Stufe 11 hätten wir noch. Fäuste. Naja, die machen wir später mal. Was ist das da? Auf der Fährte. Geh nach Faraö und such Hammond. Nö, ich mache jetzt erstmal hier weiter. Entschuldigung. Bin ich hier richtig? Nö. Halt. Wenn es schon mal Stuff gibt, dann nehme ich Stuff auch mit. So, und jetzt habe ich dauerhaft Zugriff, nicht Zugriff, sondern Zutritt hier, jetzt. So, da haben wir nichts Neues. Tschüss. Donnerschlag, was für ein Schlechter. Was? Blitz und Donner. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gesorgt. Zip. Einmal kurz zwischengespeichert. Man weiß ja nie, was alles passiert. Wunderbar. Kommt die Mucke jetzt her? So, warte mal. Wenn ich schon mal gerade hier bin, dann schauen wir mal, ob man eine Schnellreise machen könnte. Das würde doch... naja, zumindest mal zu... Zu den 7 Katzen, hä? Heißt es echt? Ja, die 7 Katzen. Na denn, auf geht's. Eine Schnellreise zu den 7 Katzen und dann schnappen wir uns Plätze. Und galoppieren zum Ort des Hinterhalts. Zeit haben wir noch genug. Da können wir heute bestimmt noch was reißen. Warnung, wer auch immer in die 7 Katzen Krawall macht, andere Gäste belästigt oder Kellnerin begrapscht, wird umstandslos rausgeworfen. Gesucht, erfahrene Küchenhilfe, ja, das kennen wir schon, die Kellnerin kennen wir auch schon und die Hochzeitskapelle kennen wir auch schon. Plätze? Was macht er denn da? Warte mal. Komm mit, kleine Mieze. Lassen wir den Typen einfach mal sich die Seele aus dem Leib kotzen. Ist ja ekelhaft. Raus aus diesem Dorf. So, und hier soll jetzt dann der Hinterhalt stattfinden. Irgendwo hier so. Komm ich da hoch? Nee, warte. Da müssen wir einen kleinen Bogen reiten. Da ist er. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Aber? Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Genau, das wäre extrem verdächtig, wenn er erst haben will und dann... Vielleicht hat er auch die Anweisung gegeben, dass wenn er ihn jemals freilässt, erstmal irgendeiner Dopplerprobe unterzogen werden soll. Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult.
Wie mein Fifi, als er Verstopfung hatte. Na dann. Na gut, sie kann bleiben. Unter einer Bedingung. Ich weiß. Sobald der Kampf beginnt, halte ich Abstand. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Was? Nö. Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beide. Ich kann kein Gwent. Gut, du kennst die Grundlagen. Das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Jetzt geht's los. Priscilla, bleib hier. Ich würde da das Feuer ausmachen. Hexenjäger. Wo wollen die den Weg dicht machen? Irgendwie hat das Spiel heute so ein bisschen eine Macke, ne? Wer macht da Hauruck? Verdammt. Hä? Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Du sollst aufsteigen. Da sind noch drei Arschgesichter. Man steigt doch auf. Oh, was ist denn? Plötzlich, du bist bald entlassen. So. Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Hier sind sie durchgeritten. So, ich reite einfach mal Vollgas in die Richtung. Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Hat er bestimmt Gold dabei? Das war ein Goldtransport bestimmt. Der steckt mit Menge unter einer Decke. Beruhige dich, Plötze. Das sind nur Bienen. Bienen? Langsamer. Bienen. So. Warte, der ist... Da war doch was Rotes. Hier. Tja, haben wir wohl von dem Kampf nicht besonders viel mitbekommen. Komm schon! Hufspuren. Nein, ehrlich. Genau das, was wir suchen. Geil. Langsamer. Komm schon, Plätze. Jetzt muss ich mit dem Typen hier reden, oder was? Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Nee, Rittersport ist los. Etwas feminin angehaucht. Auch von der Stimme. So, dann müsste ich ihn ja irgendwann bald haben. Sieht aus, als würde es lahmen. Was, lahmen? Oh, was ist denn hier los? Erwartet, dass ich ihm die Beine abhacke? Ich wusste nicht mal, was er überhaupt wollte. Meinst du, jemand hat geplaudert? Wenn Riesenwilli wieder voll war und über die Werkstatt gequasselt hat. Mit wem sollte er sich denn besaufen? Mit den Hexenjägern? So blöd ist nicht. Ihr Pferd ist zusammengebrochen. Sie können nicht mehr weit sein. Ich meine, er ist klein, selbst für einen Zwerg. Ob sie die Bilder beschlagnahmen? Die finden. Hey du, was zur Hölle ist hier los? Das ist ein Halbling. Das weiß doch ich nicht.
Schau mal hier. Halt, da war gerade was Rotes, oder? Nee, hat getäuscht. Setz dich dahin, dahin, sag ich, und sei still. Schon gut, aber was dann? Wie lange willst du mich in dieser Hütte festhalten? Was zur Hölle ist hier los? Sei still. Ich bin still. Was ist los? Sag du's uns! Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja. Permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Ja, Mikasa, Tsukasa. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Macht's gut, ihr Halbaffen. So, dann schauen wir doch mal. Ich dachte, hier ist eine Kellertür. Ach nee, noch weiter weg, Alter. Was ist denn das für ein Keller? Ja, und jetzt mach doch auf. Geht doch. Uah. Kein Scheiß. So, Freunde, geht weiter. Sorry, da musste ich mal ganz kurz weg. Aber geht schon wieder weiter. So, jetzt machen wir das nochmal und vielleicht mal ohne das Ups. Zum Glück hat es, ich sag mal so, zeitnah gespeichert. So, hier, du sollst es richtig... Nein, du sollst es richtig benutzen, hier. Braver Hexer. Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Wie tief ist das denn? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Und keine Mätzchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Maskenhälfte, verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. Hä? 100 Goldbarren. Nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will nicht Julian Alfred Pankratz, Viscount Lettenhofe sein. Viscount, bitte. Dich nennt doch jeder Rittersport. Das, mein Freund, nennt man Pseudonym. Ich kann doch nicht jedem dahergelaufenen Idioten meinen vollen Titel auf die Nase binden. Wenn du mich jetzt losmachen könntest. Losmachen? Stecken die unter einer Decke? Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Still, ich höre doch was. Wie? Nein, weißt du, ich und dein Knebel, wir passen nicht. Duct Tape. Ich gehe da jetzt auf jeden Fall noch nicht raus. Ich habe noch was zum Plündern. So. Aber jetzt. Stirb! Ah, stirb, verdammt! Na komm. Der kämpft unfair. Du wirst es nie lernen. Nee, nee, er nicht mehr. Was denn? So gefällst du mir am besten, da bist du ruhig. Was sagst du? Sag das doch mal. Ach so, na dann, ich kann dich auch sitzen lassen. Verboten gehört der Typ. Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ah, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit, reden wir draußen. Priscilla, was machst du denn hier? Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge.
Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan. Aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist, hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß. Weiß ich das? War, doch, er war dabei. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ihr auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Und zwar sofort! Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Oh, wir spielen wieder als Ciri? Oh nein, geht schon wieder los. Macht schon, verdammt noch mal. Mama. Ich finde das ja irgendwie schon lustig, wenn sie... wie sie da so hin und her dengelt. Was ist... Was war das? Teleportiert sich im Kampf, damit so hinter dein... Ja, das ist schon klar. Aber funktioniert das echt so gut? Was glaubst du, wer du bist? Wirst du bezahlen. Jetzt! Gemeinsam! Es geht nicht! Ach, kein Scheiß. Hast du gesehen, wie viele Dinger da unten waren? Halt mich fest! Wieso ihn? Umzingelt ihn! Komm schon! Wie viele sind's denn? Wahrscheinlich viel zu viele. Ist die Frage, soll ich hier einfach nur weglaufen oder? Oh. Lass mich raten, ich muss hoch. Nee. Ich flitze hier einfach mal von Ort zu Ort. Ich glaube, Flucht ist bei so einer Armee das Beste. Lass dein Pferd hier! Es muss sein! Wir sind fast da! Oh shit. Reißt euch zusammen, Jungs! Yes. Ich bin zu flink für euch. So. Das war doch gar nicht mehr so geplant, verdammt. Ich bin... Nein! Räusper? Wisst ihr, was das Tolle an der heutigen Zeit ist? Es gibt Gewürzspekulatius. Mmh. Ich mag die. Und es überbrückt. Stopp. Stopp, sage ich. Ich sage Stopp. Und es überbrückt Ladezeiten. Und außerdem, wer hat da gesagt, die darf nicht essen? Na gut, dann beenden wir an dieser Stelle die Folge ganz einfach. Dann kann ich in der Ruhe meinen Spekulatius hier zu Ende essen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht es gut. Danke fürs Einschalten und tschüssi.